Basketball steht natürlich immer im Vordergrund. Das heißt, alles wird nach dem Basketball gerichtet. Hi, ich bin Luis Figge, bin 25 Jahre alt und bin Basketballprofi bei den Jobstairs Gießen 46ers. Wie vereinbarst du Job und Basketball? Wir sind meistens zweimal am Tag in der Halle, das heißt morgens haben wir Training, abends haben wir Training und zwischendurch habe ich noch ein bisschen Zeit für mein Social Business, was ich gegründet habe. Und ja, Freizeit bleibt mir wenig, aber ich versuche halt immer noch einen Tag in der Woche mir wirklich aufzunehmen und mal ein bisschen hier rauszukommen, die Stadt zu erkunden. Wie sieht der perfekte Job für dich aus? Flexibel, ambitioniert. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt immer irgendwie noch so eine Abwechslung hat. Dass es halt sehr, sehr verschiedene Aspekte gibt und man nicht nur immer das Gleiche macht. Was ist oder war dein Traumjob? Mein Traumjob war immer Basketballprofi zu sein. Nachdem ich einmal in der Halle war und die Fans meine Stadt angefeuert haben. Und ich wollte irgendwann auch einmal einer der Spieler sein, die da einlaufen und einmal den Namen sozusagen durch die Lautsprecher in der Halle hören und als der Traum wahr geworden ist, habe ich trotzdem nicht aufgehört damit, sondern wollte immer noch besser werden und besser werden und das ist jetzt auch noch mein Anspruch, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen und immer noch besser zu werden. Was war deine schlimmste Joberfahrung? Meine schlimmste Joberfahrung im Basketball gab es die wahrscheinlich gar nicht. Also da bin ich immer sehr, sehr dankbar für meinen Job. Beim Social Business ist das schon anders. Da gab es manchmal natürlich ein paar Unstimmigkeiten mit unseren Produzenten. Wir stellen nachhaltige Fashion her in Portugal und da gab es natürlich schon einige Debakel, die da passiert sind. Das waren wahrscheinlich meine schlimmsten Joberfahrungen. Was ist dein Feierabendritual? Mein Feierabendritual ist, mir abends was zu kochen oder was Leckeres essen zu gehen und mich dann einfach nochmal 5 Minuten nach draußen zu setzen und einmal den Tag ein bisschen Revue passieren lassen, um ein bisschen runterzukommen und dann relativ früh schlafen gehen. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in 3 Jahren? Ich sehe mich immer noch professionell Basketball spielen und hoffentlich auch nochmal in der ersten Liga, bestenfalls sogar international. Das heißt, ich habe immer noch sehr, sehr viele Ambitionen. Möchte mein Potenzial da komplett entfalten und da sehe ich mich in 3 Jahren. Nehmen wir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf allen Sprachen? Oh, wenn ihr das ist jetzt schwierig. Non cambiare mai te stesso per piacere agli altri, veranda jezef nim om. Anderen te platzieren. Jetzt kommt Deutsch. Ändere dich nie, um anderen zu gefallen. Finde ich gut. Okay. Danke, Luis. Danke.